Hallo, heute habe ich euch ein Centurion mitgebracht, und zwar ein E-Fire City R850. Wieder elendig langer Name, aber naja, manch einer braucht eben einen langen Namen, um alles zu erwähnen, was dabei sein soll. E-Fire City bedeutet bei Centurion, dass das Rad primär eben für die Stadt gemacht ist. E-Fire bedeutet, dass es ein E-Bike ist. 850, die Nummer, bezeichnet die Modellbezeichnung an sich. Dort gibt es unterschiedliche Nummern. Je höher die Nummer ist, umso höherwertiger wird die Ausstattung des kompletten Rades. Bei diesem Rad hier haben wir einen Aluminiumrahmen mit aufgesetztem Akku und einer Möglichkeit, an dieser Stelle tatsächlich noch einen Flaschenhalter zu montieren, was bei City-Rädern mit diesem tiefen Einstieg relativ ungewöhnlich ist. Man könnte ja theoretisch auch hier einen Flaschenhalter verbauen, sagen jetzt bestimmt einige. Das macht sich aber nicht gut, weil man eben hier durch diesen Tunnel auf das Fahrrad aufsteigt. Und wenn man da irgendwo davor tritt, ist das nicht so günstig. Deshalb ist diese Variante hier vorne gar nicht so schlecht. Man kann natürlich nicht ganz so lange Flaschen einsetzen. Kleine 500 ml Flaschen passen aber auf jeden Fall. Wenn man noch einen Flaschenhalter verbaut, wo man die Flasche seitlich reinnehmen kann, ist alles in Ordnung. Die Anbauteile, Sattelstütze, Sattelklemme, Vorbau und auch der Lenker sind aus Aluminium und stammen aus der Eigenmarke von Centurion, das ist ProKraft. Der Vorbau ist noch im Winkel verstellbar, geht über diese beiden Schrauben, links und rechts vom Vorbau. Dann kann man den Vorbau etwas steiler stellen oder niedriger stellen. Wenn man ihn steiler stellt, wird die Sitzposition auf dem Rad etwas entspannter, der Rücken gerader und der Lenker kommt näher zu einem. Wenn man ihn weiter nach unten stellt, passiert natürlich genau das Gegenteil. Der Lenker geht weiter weg, die Sitzposition wird etwas sportlicher. Kann man ganz gut ändern mit nur zwei Schrauben. Als Motor ist hier der Bosch Performance Line verbaut mit 65 Newtonmeter. Die sogenannte Generation 3, das ist eigentlich eine Bosch-interne Bezeichnung, bedeutet, dass es eben schon ein neueres Modell vom Motor ist. Man sieht die Unterschiede bei Bosch sehr deutlich. Die etwas älteren Modelle haben hier vorne ein ganz kleines Ritzel mit 15 oder 17 Zähnen und diese Modelle hier haben ein normal großes Ritzel, wie man das auch an anderen Fahrrädern sieht. Der Akku, der hier auf dem Rahmen aufgesetzt ist, bietet eine Kapazität von 500 Wattstunden. Als Display ist das Entuvia verbaut. Bedienung vom Rad mit Entuvia hatten wir für unseren Partner Raddiscount schon mal gefilmt. Bei Interesse schaut mal in die Playlist unten hinein. Das Display kann man leicht auf- und absetzen. Man kann es aber auch, wenn man möchte, mit einer kleinen Schraube von dieser Seite hier festschrauben, sodass man es nicht abnehmen könnte. Bleibt euch überlassen, wie ihr das möchtet. Das ist natürlich eine gute Diebstahlsicherung, denn an diese Schraube kommt man nur heran, wenn man den kompletten Halter abbaut. Wie das geht, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Schaut in die Videobeschreibung, wenn es euch interessiert. Ist jetzt aber kein Hinweis für Diebe, um das Display abzukriegen. Ja? Die Bedienung bei Bosch erfolgt auch über einen seitlichen Satelliten, der natürlich auch bei diesem Rad integriert ist. Die Schaltung hinten ist eine Shimano Deore. Die Kassette hinten hat Zähne von 11 bis 36 als größtes Ritzel an. Das Kettenblatt vorne ist 38 Zähne groß. Die Übersetzung ist damit eigentlich für die Stadt schon fast überdimensioniert. Auch wenn man jetzt in einer sehr hügeligen Stadt wohnt, wie zum Beispiel in Stuttgart oder in anderen Städten, wo es ordentlich hoch und runter geht, kommt man mit dieser Übersetzung und der gebotenen Leistung vom Motor überall hoch. Diese 65 Newtonmeter und 250 Watt, die der Motor bietet, hat nicht jedes Moped, was draußen rumfährt und 45 km/h schafft.
Da sind viele dabei, die von so einem Drehmoment nur träumen könnten. Der Sattel stammt auch von ProKraft, ist ein relativ breiter Sattel mit ordentlicher Polsterung. Hier ist schon ein Gel verbaut worden. Er ist nicht ganz so lang, ist also ein typischer City-Sattel. Ob er aber zum Hintern passt, muss man leider selber herausfinden, indem man sich draufsetzt und ein bisschen fährt. Gebt dem Sattel, falls ihr das Rad kauft, ein bisschen Gewöhnungszeit. 3-4 Wochen solltet ihr vielleicht damit rumfahren. Dann hat sich der Körper vielleicht an den Sattel gewöhnt und ihr braucht keinen anderen. Oder ihr setzt euch beim ersten Mal schon drauf und sagt, ja, der ist toll. Das kommt ganz auf den Hintern drauf an, ob er hier drauf passt oder nicht. Die Bremsen an diesem Rad stammen von Tektro, bieten ganz manierliche Bremsleistung. Vorne und hinten ist eine 180 mm Bremsscheibe verbaut. Es sind 2 Kolbenbremszangen. Sie sind jetzt nicht die allertollsten, erfüllen aber ihren Zweck durchaus. Wenn man sie vernünftig einfährt, ist die Bremswirkung auch bei diesen Bremsen so ausreichend, dass man dieses Rad auch mit dem Gewicht von ca. 24,5 Kilo ordentlich zum Stehen kriegt. Natürlich ist es immer eine Sache, wie man bremst. Also man darf nicht vergessen, immer beide Bremsen einzusetzen. Bei einem Zweirad, egal ob das Fahrrad oder Motorrad ist, kommen bis zu 70% der Bremswirkung am Vorderrad zustande. Also wenn ihr nur die Hinterradbremse benutzt, dann habt ihr maximal 30% Bremsleistung und dann einen sehr, sehr viel längeren Bremsweg, als wenn ihr die Vorderradbremse noch mit benutzt. Das ist wichtig. Immer beide Bremsen möglichst gleichmäßig benutzen. Zur restlichen Ausstattung am Fahrrad. Hier ist wieder der Centurion-typische Gepäckträger verbaut, der so wie er hier in der Grundausstattung montiert ist, 20 Kilo tragen kann. An dieser Stelle kann man hier in diesem Bereich eine zusätzliche Strebe verbauen. Damit könnt ihr dann bis zu 35 Kilo tragen. Der Gepäckträger ist Rectine-kompatibel. Man kann hier eben verschiedene Sachen einfach auf den Gepäckträger aufschieben. Es gibt auch eine Federklappe zu kaufen, Körbe, Taschen und so weiter. Wenn man Rectine einfach auf der Firmenseite dort nachschaut, sieht man viele unterschiedliche Produkte, die hier einfach montiert werden können. Die Schutzbleche vorn und hinten sind aus Aluminium. Dadurch sind sie etwas stabiler und klappern nicht so sehr wie Kunststoffbleche. Beleuchtung gibt es vorne und hinten natürlich. Diese Beleuchtung wird aus dem Hauptakku gespeist. Wenn die Unterstützung des Motors zu Ende geht, also er die Unterstützung einstellt, der Akku praktisch leer gefahren ist, leuchtet das Licht aber trotzdem circa noch eine halbe Stunde weiter. Man sollte also noch ohne Probleme nach Hause kommen, auch wenn man von der Dunkelheit überrascht wurde. Die Federgabel vorne stammt von Santur. Sie hat einen Federweg von 63 mm und tatsächlich auch einen Lookout-Hebel zum Blockieren des Federwegs. Macht in meinen Augen bei einem Cityrad überhaupt keinen Sinn, diese Blockierfunktion, weil das bräuchte man eigentlich, wenn man im Wiegetritt fährt und sportlich unterwegs ist. Ich glaube, bei diesem Rad kommt es da überhaupt nicht drauf an. Also den Hebel einfach in der offenen Stellung lassen und sich am Federkomfort am Vorderrad freuen. Ein Rahmenschloss ist ebenfalls integriert. Hier kann man an dieser Stelle auch eine zusätzliche Kette einhängen, um dieses Rad zusätzlich zu sichern, meinetwegen an einem Fahrradständer, Mast oder Baum. Die Kette gehört allerdings nicht zum Lieferumfang. Das Schloss ist aber von Abus. Also gibt es die Kette praktisch überall zu kaufen. Der Schließzylinder an diesem Schloss und am Akkuschloss ist gleich, sodass man nur einen Schlüssel für beide Schlösser benötigt. Die Laufräder hat Centurion in Eigenregie aufgebaut mit Stahlspeichen, Aluminiumfelgen und Shimano Deore-Narben, sowohl vorne als auch hinten. Die Reifen stammen von Schwalbe, es sind die Big Apple mit einer Breite von 5 cm. Diese Big Apple in dieser breiten Ausführung bieten mit entsprechendem Luftdruck auch einen sehr hohen Federkomfort.
Deswegen kann man an dieser Stelle auch auf eine gefederte Sattelstütze meistens verzichten. Wenn man den Big Apple natürlich immer mit dem maximalen Luftdruck fährt, leidet der Komfort, den der Reifen eigentlich bieten kann. Also langsam vom minimalen Luftdruck an den maximalen herantasten, um das beste Verhältnis für einen selber zu finden, wo das Rad noch super läuft, also rollt, aber trotzdem noch Komfort bietet. Das kommt auf das Fahrergewicht drauf an. Sollten wir euch vielleicht in einem oder anderen Video nochmal ausführlich erklären. Schaut dann einfach mal in die Playlist, wenn wir es gemacht haben. Dieses Cityrad ist tatsächlich primär gedacht für die Stadt, aber natürlich kann man es auch im Dorf fahren. Für weitere Strecken, also weitere Strecken meine ich jetzt länger als 40 Kilometer, ist es vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Das kommt aber darauf an, wie euer Körper leidensfähig ist und wie er diese längeren Strecken überhaupt übersteht. Primär ist es ein Kurzstreckenrad, was man auch eingeschränkt noch zum Pendeln nutzen kann. Also wenn die Pendelstrecke recht kurz ist, sagen wir mal so 10 Kilometer, ist mit diesem Rad überhaupt kein Problem. Sollte dabei aber nur feste Wege und Asphalt enthalten, die Pendelstrecke, denn selbst Waldwege, die jetzt etwas kiesig sind, da wird es mit dem Profil, die Reifen haben, schon schwierig. Sie sind zwar relativ breit, also haben eine breite Auflagefläche, aber wenn es zu tief wird, also viel Schlamm und Sand oder grobstolliger Kies, dann geht damit nichts mehr. Noch ein Problem, was man hier vielleicht an dieser Stelle sieht, wenn das Rad zu viel Dreck aufsammelt am Reifen. Der Reifen hat ein fast geschlossenes Profil, das geht ganz schnell, wenn man durch Schlamm fährt. Dann reibt der Schlamm irgendwann hier an dieser Stelle und hier drunter, da ist eine Vernietung erfolgt, um das Schutzblech anschrauben zu können. Und an dieser Niete sammelt sich dann auch der Dreck und das kann schleifen. Wenn ihr mal ein Geräusch an eurem Fahrrad habt, was ihr nicht zuordnen könnt, dann guckt mal an diese Stelle. Garantiert ist dort viel Dreck angesammelt unterhalb des Schutzbleches und schleift dann am Reifen. Deswegen muss man ab und zu mal hier säubern, dann geht es wieder. Am Hinterrad ist sehr viel mehr Platz. Allerdings führt hier im Schutzblech auch ein Kabeltunnel. Und zwar von hier bis ungefähr hier. Da ist das Kabel fürs Rücklicht drin. Auch dieser Kabeltunnel ist relativ nah durch den dicken Reifen am Reifen. Also wenn zu viel Dreck dran kommt, müsstet ihr hier dann auch mal reinigen. Sonst schleift es. Also das Rad, so wie es hier steht, als 2020er Modell in der Rahmenhöhe S, kostet 2.899 unverbindliche Preisempfehlung. Bei unserem Partner Raddiscount könnt ihr es schon etwas preiswerter erwerben, nämlich für 2.799. Mit unserem Gutschein, den ihr auch in der Videobeschreibung unten findet, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen sparen, nämlich 20 Euro. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es mit dem Bosch Performance Motor schon ganz gut. Allerdings sind die Bremsen nicht gerade der Hit. Das ist ein Tuning-Teil, was man sich vielleicht noch gönnen könnte, wenn man mit der Bremswirkung wirklich nicht zufrieden ist, was allerdings nicht bei allen und immer auf jeden Fall eintreffen wird. Das war's für heute. Weitere Videos von uns findet ihr hier. Unseren Kanal könnt ihr ungefähr hier abonnieren. Die Playlist gibt es auch hier. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Euer Olaf. Tschüss.